Buch 2 Episode 2 Magische Praxis. Also, sollen wir anfangen? Nachdem wir eine Weile mit den Seifenblasen gespielt hatten, war es an der Zeit, mit dem heutigen Training zu beginnen. Junges Fräulein, du wirst mit deiner Lektion über Magiekontrolle von heute Morgen fortfahren. Meister Ryoma, hast du irgendwelche Wünsche? Ich würde gerne die Angriffsmagie für jedes der Elemente lernen. Wie ich bereits in der Kirche erwähnt habe, habe ich kaum Angriffsmagie benutzt. Das war richtig. Wenn das so ist, wäre die beste Person. Ich, richtig. Saibas Blick landete auf Kamil. Es sah so aus, als wäre er dafür zuständig, mich zu unterrichten. Ryoma kann alle Elemente benutzen. Ist das richtig? Ich kann alle niederen Elementarmagien anwenden, sowie Blitz- und Eismagie. Höhere Elementarmagie wie Gift und Holz kann ich nicht lehren, aber die Grundlagen für alles andere kenne ich. Ist das so? Dann werde ich mich in deine Obhut begeben, Kamil. Das gilt auch für mich. Dann, Ryoma. Wir sehen uns später. Das junge Fräulein würde woanders trainieren, was mir die Frau mitteilte, bevor sie gingen. Ich sah ihnen verwirrt hinterher. Wollten wir nicht am selben Ort trainieren? Als ich Kamil fragte, antwortete er. Aus Sicherheitsgründen, nehme ich an. Du hast doch gehört, dass das junge Fräulein sehr viel magische Energie hat, oder? Ja, ich wurde informiert. Sie hat deswegen Schwierigkeiten, die Magie zu kontrollieren. In letzter Zeit ist das nicht mehr vorgekommen, aber in der Vergangenheit flog die Magie, die sie abfeuerte, in beliebige Richtungen. Und jeder Schuss hatte ein Vielfaches der Kraft, die man im Kampf einsetzt. Das klang wirklich gefährlich. Aber wie ich schon sagte, das war in der Vergangenheit. Es kommt kaum noch vor. Heute ist es eher eine Vorsichtsmaßnahme. Kamil schien stark zu betonen, dass es jetzt in Ordnung war. Vielleicht war es mir unangenehm, weil er über jemanden sprach, für den er arbeitete. Ich fühlte mich nicht wohl dabei, das Thema weiter zu vertiefen, also schlug ich vor, mit dem Üben zu beginnen. Gute Idee. Wir sollten auch anfangen. Du kannst doch ein bisschen Angriffsmagie einsetzen, oder? Ja. Allerdings kann ich nur die Grundangriffsmagie anwenden. Okay. Kannst du mir alle Angriffszauber zeigen, die du einsetzen kannst? Ich verstehe. Ich stellte mich vor einen nahegelegenen Felsbrocken und setzte die Grundangriffszauber der Elemente Feuer, Wasser, Wind, Erde, Blitz, Eis und Gift ein Feuerball, Wasserball, Windschneider, Erdnadel, Betäubung, Eisschuss und Gift. Ja, die Grundlagen hast du gut drauf. Den nächsten Zauber wirst du leicht erlernen können. Aber zuerst zeige ich dir ein Beispiel, dann kannst du sie selbst ausprobieren. Bitte tu das. Also, los geht's. Der erste ist der Feuerzauber. Feuerpfeil. In dem Moment, in dem Kamil den Zauberspruch sprach, sammelte sich das Feuer in seiner Hand und nahm die Form eines Pfiels an. Er schleuderte ihn direkt auf den Felsen. Der Pfeil traf direkt auf den Felsblock und ging mit einem leichten Geräusch in Flammen auf. Der erste ist die elementare Angriffsfeuermagie, der Feuerpfeil. Er fliegt schneller als der Feuerball und hat auch eine höhere Durchschlagskraft. Dies ist die einfachste und beliebteste Feuermagie. Probier ihn aus. Okay. Ich erinnerte mich an Kamils Feuerpfeil und versuchte, ihn nachzumachen. Ich erzeugte genug Feuer für einen Feuerball in meiner Hand, verdichtete es und stellte mir die Form eines Pfeils vor. Feuerpfeil. Der Feuerpfeil, den ich abfeuerte, wurde genau wie Kamils Magie geformt, flog durch die Luft und zerplatzte beim Aufprall auf den Felsen. Ja, das ist ein Erfolg. Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, du schaffst es in einem Zug.
war es in Zeiten wie diesen nicht die typische Reaktion in Unterhaltungsromanen, misstrauisch zu sein. Sollte ich es abtun? Ich benutze Pfeil und Bogen, also war es leicht vorstellbar. Ich verstehe, das muss dazu beigetragen haben. Dazu beigetragen? Ja. Das passiert manchmal bei Leuten, die keine Magier sind, aber hohe magiebezogene Fähigkeiten haben. Die Magie, die sie in ihrem täglichen Leben anwenden, gibt ihnen die Fähigkeit, Angriffsmagie einzusetzen, die sie noch nicht formell gelernt haben. Mit ein wenig Übung und klarer Vorstellungskraft können solche Menschen sie einsetzen. Je nach Person können sie es innerhalb von 2 oder 3 Versuchen lernen. Oh, es war also nichts Ungewöhnliches daran, Magie schnell zu lernen. Das war gut. Wenn ich es mir recht überlege, konnte das junge Fräulein vorhin auch Sprudelwasser in 2 Versuchen anwenden. Wenn ich das bemerkt hätte, hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. Danach machten wir in ähnlicher Weise weiter, bis ich die Angriffszauber Wasserschuss, Windhammer, Felsengeskepaos, Betäubungspfeil und Eispfeil gelernt hatte. Auch die Verteidigungszauber Feuerwand, Wasserwand, Windschild und Eisschild lernte ich im Handumdrehen. Aber im Gegenzug trat ein kleines Problem auf. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Wir können zu den fortgeschrittenen Dingen übergehen oder an der Verbesserung deiner Geschwindigkeit arbeiten. Es schien, als wäre meine Magilerngeschwindigkeit nicht abnormal, aber immer noch schnell, so dass ich für heute nichts mehr lernen konnte. In diesem Moment tauchte Saibas auf. Beunruhigt dich etwas? Saibas. Ryoma ist so schnell, er hat schon alles für heute gelernt. Verstehe, das ist also passiert. Wenn das so ist, kann ich ihn von hier aus unterrichten. Ich kann nämlich Weltraummagie unterrichten. Oh, das wäre großartig. Ich könnte die Weltraummagie von einem der führenden Magier in der Weltraummagie des Königreichs lernen. Dann ist meine Aufgabe hier erledigt. Gib dein Bestes, Ryoma. Ich danke dir sehr, Camille. Ich freue mich darauf, von dir zu lernen, Saibas. Ich bedankte mich bei Camille und verneigte mich mit einem fröhlichen Lächeln vor Saibas. Dann lasst uns beginnen. Erstens, nur zur Bestätigung. Kannst du außer dem Gegenstandskasten noch andere Raummagie benutzen? Ich kann teleportieren. Könntest du es mir demonstrieren? Ja, natürlich. Teleportieren? Tilde Saibas Seite Tilde. Meister Ryoma aktivierte seinen Teleport und erschien neben dem nahegelegenen Felsen. Er aktivierte ihn noch 4 weitere Male hintereinander. Nachdem er sich in der Gegend bewegt hatte, kehrte er zu mir zurück. Da es in der Natur der Teleportationsmagie liegt, dass sie den Zaubernden spontan an einen anderen Ort bringt, war es nicht ungewöhnlich, dass Anfänger sofort nach der Landung das Gleichgewicht verloren, aber ich konnte keine Anzeichen dafür sehen. Wunderbar. Es war eine Grundstufe der Magie, aber ich konnte an seiner Aktivierungsgeschwindigkeit und seinen natürlichen Bewegungen davor und danach sehen, wie erfahren er war. Er schien es gut gelernt zu haben, denn er übte durch Wiederholungen. Das war großartig, Meister Ryoma. Wenn du schon so viel kannst, glaube ich, dass du auch die mittlere Magie-Dimension Home und die mittlere Teleportationsmagie Warp anwenden kannst. Wirklich? Ja, wirklich. Meister Ryoma, wissen Sie, warum die Weltraummagie als die schwierigste der höheren Elemente eingestuft wird? Nein, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir dann erklären, wie man die Raummagie anwendet? Sie basiert darauf, dass man die magische Energie nutzt, um die Luft zu beeinflussen und zu verzerren. Ganz genau. Aber die meisten Menschen stolpern über den grundlegenden Schritt, magische Energie zu nutzen, um den Raum zu beeinflussen. Der Raum ist etwas, das immer vorhanden ist, aber nur selten findet man Menschen,
die sich seiner so bewusst sind, dass sie ihn für ihre Magie nutzen? Die meisten Lehrbuchbeispiele für Raummagie enthielten vage Formulierungen wie alles, was auf dieser Welt ist, verschlingen, was bei den meisten Menschen ein unklares Bild in ihrem Kopf hinterließ und ihre Interferenz unvollständig machte. Alles, was man brauchte, war ein umfassendes Verständnis davon, wo man sich befand und wo der Raum für den Einsatz von Magie war. Aber das war nicht etwas, das man erklären konnte. Das Verständnis durch die Sprache war noch unvollständig. Ein Gefühl für den Raum konnte man nur durch wiederholtes Üben erlangen. Ohne dieses Gefühl konnte man keine Raummagie der mittleren oder höheren Stufe anwenden. Viele Leute sind schockiert darüber, aber elementare und mittlere Raummagie sind eigentlich dasselbe. Fufu. Er war so überrascht, wie ich erwartet hatte. Lange bevor wir geboren wurden, gab es keine elementare Raummagie, und manche sagen sogar, dass es überhaupt keine Unterscheidung zwischen elementärer und mittlerer Magie gab. Der Grund dafür war, dass der erste Schritt zur Raummagie darin bestand, ein richtiges Gefühl für den Raum zu haben. Diejenigen, die das nicht hatten, scheiterten oder hatten eine unvollständige Raummagie, aber mit dem Wandel der Zeiten nahm die Zahl der Raummagier ab und ihre Qualität sank insgesamt. So wurde das, was früher Grundmagie war, zu Zwischenmagie, und unvollständige Zwischenmagie wurde zu Elementarmagie. Heißt das, dass ich die intermediäre Dimensionsheimat und den Warp auf dieselbe Weise benutzen kann wie die Itembox und den Teleport? Ja. Dimension Home bedarf einer zusätzlichen Erklärung, aber für Warp ist das richtig. Erweitern Sie Ihre Teleportationsreichweite sogar noch weiter als Teleport. Solange Sie Ihr Ziel fest im Blick haben, können Sie so weit gehen, wie es Ihre magische Energie zulässt. Mal sehen. Wie wäre es, wenn du es zuerst auf der Spitze des Felsens dort drüben versuchst? Ich wies auf den am weitesten entfernten Felsen in Sichtweite. Die Spitze war flach, also der perfekte Platz zum Stehen. Er war auch nicht hoch genug, um bei einem Sturz großen Schaden anzurichten. Ich werde es versuchen. Meister Ryoma nahm die Herausforderung sofort an. Mit so einer ernsthaften Einstellung lohnt sich das Unterrichten umso mehr. Wie viele Zauberschüler habe ich jetzt schon gehabt? Da ich mit einer Begabung für Raummagie geboren wurde, war ich in meiner Jugend eifrig dabei, mein Talent zu nutzen, während ich für das Haus Jamil arbeitete und mich der Ausbildung und dem Studium als Butler widmete. Als ich mit dem früheren Familienoberhaupt auf Reisen ging, erwies sich diese Magie als nützlich. Nach der Reise half ich dem früheren Familienoberhaupt jeden Tag. Von diesem Zeitpunkt an wurde ich als einer der führenden Weltraummagier des Königreichs gefeiert. Die Tatsache, dass ich unterwegs war, während ich die gesamte Habe des vorherigen Meisters in meinem Dimensionshaus transportierte, spielte dabei eine große Rolle. Ich war auch viel in der Öffentlichkeit unterwegs. Infolgedessen baten mich viele Leute, sie als Schüler anzunehmen. Ich habe alle an mich gerichteten schriftlichen Anfragen ignoriert, aber einige von ihnen nutzten ihre Verbindung mit dem früheren Oberhaupt als Schutzschild, damit ich ihre Söhne unterrichte. Da ich solche Bitten nicht ignorieren konnte, unterrichtete ich sie. Aber es gab nicht viel, was man für sie sagen konnte. Ich habe aufgehört, die Zahl der Schüler zu zählen, die ich unterrichtet habe, als die Zahl 100 überschritten war, aber letztendlich waren weniger als 10 in der Lage, eine mittlere Stufe zu erreichen. Es gab einige edle Söhne, die nicht zuhören wollten, als ich ihnen sagte, dass Raummagie nicht mit Worten vermittelt werden kann, und sich beschwerten, anstatt zu üben. Leute wie Meister Ryoma, die ernsthaft zuhören, was andere sagen, und sich eifrig an die Magie heranwagen, das sind die Leute, die es wert sind, unterrichtet zu werden. Umso mehr, wenn sie das Talent dazu haben. Hat es jemals einen Fall gegeben, in dem ich freiwillig versucht habe, Magie zu lehren? Vielleicht ja,
aber ich kann mich nicht erinnern. Noch während ich darüber nachdenke, hat Meister Ryoma die Augen geschlossen und konzentriert sich. Ganz leise und tief, als ob er nichts von seiner Umgebung wahrnehmen könnte. Es ist wunderbar, dass er für sein Alter eine so beeindruckende Konzentration hat, aber ich frage mich, welche Art von Training zu so etwas führen kann. Wenn ich jetzt zurückblicke, war Meister Ryoma von dem Moment an, als wir uns kennenlernten, ein Rätsel. Ich hörte zuerst, dass er ein seltsamer Junge ohne Eltern war, der allein im Wald lebte. Als ich ihn traf, trug er für einen Waldbewohner recht saubere Kleidung, und obwohl seine Sprache unbeholfen war, begrüßte er uns höflich. In dem Haus, in das er uns einlud, servierte er hochwertigen Tee und Honig. Das Haus war einfach, aber gut gebaut und gemütlich eingerichtet, es hatte sogar eine Badewanne. Der Junge, der in einem Haus wohnte, dessen Ausstattung der eines Adeligen entsprach. Und das Seltsamste von allem waren seine Kenntnisse und Fähigkeiten. Er arbeitete unermüdlich an der Erforschung von Schleimen, für die sich sonst niemand interessierte. Er verbesserte seine Lebensqualität mit Reinigungsschleimen und Aasfresserschleimen und machte sogar unerhörte Erfindungen wie wasserdichte Stoffe. Auf dem Weg nach Gimul sagte er, er könne das Gift aus dem Steinsalz im Wald von Ghana mit Alchemie entfernen. Und als Meister Reinhard sein Interesse bekundete, erwiderte er, dass die kleine Menge gegen die Konkurrenz aus anderen Produktionsgebieten verlieren würde, ein Handelswesen, das niemand in seinem Alter hatte, der nicht adlig war oder eine kaufmännische Ausbildung erhielt. Sein leerer Gesichtsausdruck bei seiner Ankunft in der Stadt und seine Technik, mit der er das junge Fräulein vor Gaunern schützte, haben sich mir immer noch eingebrannt. Und seit seiner Ankunft in der Stadt hat er bereits die enorme Leistung vollbracht, eine Epidemie zu verhindern, bevor sie sich ausbreiten konnte. All das wäre mit einem normalen Kind nicht möglich gewesen. Der Junge, der das alles vollbracht hat. Meister Ryoma schien normalerweise reif für sein Alter zu sein, aber in letzter Zeit hatte er uns gegenüber sein Herz mehr geöffnet und zeigte manchmal Reaktionen, die seinem Alter entsprachen. Seibas. UPS, ich war zu sehr in meine Gedanken vertieft. Ja, was gibt's? Ich glaube, ich schaffe es. Ich werde es versuchen. Dann mach mal. Los geht's, Worp. Im nächsten Moment verschwand Meister Ryoma und erschien auf dem Felsen, den ich bestimmt hatte. Als ich das bestätigt hatte, teleportierte ich mich ebenfalls. Glückwunsch! Dein Zwischenraumzauber Worp war ein Erfolg. Ich habe es geschafft. Vielen Dank, Seibas. Fufu. Diese Reaktion war sehr passend für sein Alter. Dann lass uns als nächstes Dimension Home üben. Wie bei Itembox öffnest du ein Loch im Raum und stellst dir vor, du würdest es auf die Größe eines großen Zimmers ausdehnen. Ich lasse die Erklärung weg, weil du Itembox schon kannst, aber wenn du den Raum erschaffst, stell dir vor, dass du eine Umgebung schaffst, die identisch ist mit dem, was dich umgibt. Im Gegensatz zu Itembox ist in Dimension Home Luft vorhanden. Deshalb ist es möglich, darin Monster zu halten und Leben zu erhalten. Dass man diesen Teil nicht nachbilden kann, macht die Itembox zu einem elementaren Zauber. Ich verstehe. Nachdem er das gesagt hatte, begann Meister Ryoma, sich zu konzentrieren. Es war eine komplexere Magie als Warp, also bemühte sich Meister Ryoma, sie zu verstehen. Er skandierte mehrmals Dimension Home, aber alles, was erschien, war ein schwarzes Loch. Das waren alles Fehlschläge. Ich informierte Meister Ryoma, und er konzentrierte sich erneut. Und scheiterte wieder. Immer und immer wieder, bis er anfing, ziemlich zu schwitzen. Trotzdem ließ die Konzentration von Meister Ryoma nicht nach. Mit gelegentlichen Pausen dazwischen vergingen 4 Stunden, bis Meister Ryoma murmelte: Dimension Home.
Das Loch, das vor Meister Ryomas Augen erschien, war weiß. Glückwunsch! Du hast es auch in der Heimatdimension geschafft. In Ordnung. Ich danke euch vielmals. Jetzt kann ich meine Schleimlinge hineinlegen und sie bewegen. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Wenn dir der Raum, den du gerade geschaffen hast, zu klein ist, kannst du ihn durch einen neuen Raum erweitern, was allerdings mehr magische Energie verbraucht. Das Loch, das du machst, wird schwarz, wenn es ein Misserfolg ist, und weiß, wenn es ein Erfolg ist, also sei vorsichtig. Verstanden? Jetzt wird es Zeit, zu dem jungen Fräulein zurückzukehren. Es wird bald dunkel werden. Es ist schon viel Zeit vergangen. Es schien, als hätte er es nicht bemerkt. Er hätte ewig weitermachen können, wenn es ihm nicht gelungen wäre. Jeder normale Mensch hätte inzwischen seine magische Energie aufgebraucht und das Handtuch geworfen. Es war klar, dass er über magische Energie verfügte, die in dieser Hinsicht mit der des jungen Fräuleins konkurrierte. Du hast dich also doch sehr konzentriert. Dann lass uns gehen. Wolp. Es gab einige faszinierende Dinge an ihm. Aber ich würde ihn weiterhin im Stillen beobachten.